Vor 2 Tagen schien die Welt noch in Ordnung. Ich war dem Ziel meiner Träume so nah. Und plötzlich ist alles anders. Jetzt kann ich es ja sagen, manchmal war ich doch skeptisch, ob wir den Zuschlag für das Kulturprojekt in Dubai bekommen würden. Aber dank Leas mutigem Entwurf haben wir den Auftrag. Und weil Lea den entscheidenden Einfall dazu hatte, soll sie das Projekt auch leiten. Also trinken wir auf Frau Winter und die hängenden Gärten. So verwegen das auch war, sich an einem der 7 Weltwunder zu orientieren, meine arabischen Partner waren hingerissen von diesem Einfall. Danke. Übrigens, die Finanzierung steht. Wir können fast alles so realisieren, wie wir es geplant haben. Es gibt kaum Abstriche. Das heißt, wir können denen ein Prestigeobjekt hinstellen, mit dem wir den nächsten Auftrag praktisch schon in der Tasche haben. Bei allem Respekt vor Leas Entwürfen, aber mit der Bauleitung einer solchen Mammutkiste ist sie überfordert. Irgendwann muss jeder ins kalte Wasser springen. Mannheim lässt sie schon nicht runtergehen. Ob er sie im Bett auch sieht? Das würdest du gerne wissen, hm? Ich verstehe deine Enttäuschung, Kai, dass du das Rennen nicht gemacht hast. Aber an Neid kann man auch ersticken. Prost. Danke für Ihr Vertrauen, Herr Arnheim. Vertrauen, wem Vertrauen gebührt. 7:30 bei dir. Sie müssen unbedingt von dem roten Brot machen. Vergessen Sie die Eier und die Zwiebeln nicht. Ja, ist schon okay. Ich klinge mich für heute aus. Erzählen. Frau Saalfeld? Wie lange dauert das genau? Ich hab's sehr eilig. Das ist ja ganz was mit rechts und nicht im Start. Es geht auch ganz schnell. Frau Winnig. Frau Winnig, kommen Sie doch rein. Gratuliere. Sie sind in der 9. Woche. Das Herz schlägt, die Schwangerschaft läuft normal. Ich schlage eine Pränataldiagnose vor. Sie haben nichts vermutet? Gar nichts? Nein, sonst hätte ich einen Test gemacht. Mein Gott, in meinem Job. Wenn die Periode mal ausbleibt, dann schiebe ich das auf den Stress. Unregelmäßigkeiten bei der Pille? Kann schon sein, ja. Manchmal arbeiten wir tagelang durch. Dann kommt es schon vor, dass ich manchmal nicht mehr weiß, ob die Sonne auf- oder untergeht. Oh Mann, ich verliere schon wieder, weil ihr immer guckt. Oh, sie kommt. Tag, Schwesterchen. Hallo. Euch. Hey. So, heute ist Mannis großer Tag. Und wenn alles klappt, dann kriegst du Ballettunterricht und du kriegst die Turnschuhe, die ich dir versprochen habe. Mit den Lämpchen? Ja, die mit den Lämpchen. Ich hab euch ganz vergessen. Das war ausgemacht. Ich weiß, aber ich kann die Kinder heute nicht nehmen. Ja, das ist heute mein erster Tag beim Catering. Das ist meine Bewährungsprobe. Die Linda, die rechnet mit mir. Wie soll die denn so schnell einen Ersatz finden? Versteh mich doch, Britta. Klaus kommt gleich vorbei und ich muss mit ihm reden. Es ist sehr wichtig für mich. Wichtig für dich? Was bekommst du denn von Linda? Das übernehme ich natürlich. Es geht ja nicht nur um heute, Lea. Ich habe zum ersten Mal die Chance, wieder regelmäßig zu arbeiten, seit ich die Kinder habe. Vergiss es. Wenn ich dich einmal um Gefallen bitte. Kommt, Kinder, eure Tante hat heute was Besseres vor. Linda, ihr wollt mit zu deinem Ketakel. Ich kann doch die Brötchen belegen. Ich bin dir sicher, prima. Na, los. Gegessen? Nee. Komm, lass das mal. Komm mal her. Weißt du, dass ich ganz schön stolz auf dich bin? Du hast doch den Auftrag an Land gezogen. Ja, aber nur, weil du den genialen Einfall hattest.
Hast du den Wein mit? Klar. Das Tollste an dem Projekt ist ja das Drumherum. Du bist bei Baubeginn in Dubai und ich werde dich so oft besuchen wie möglich. Für die Leute da ist das völlig normal, dass ich vor Ort bin. Also brauchen wir uns keine Ausreden auszudenken, warum wir zusammen sein wollen. Wir werden sehr viel Zeit miteinander verbringen. Sag mal, ist irgendwas? Du freust dich irgendwie gar nicht. Doch, doch. Geh doch ran. Ja. Was? Oh, nee. Ja, Marion. Ja, das ist das Vernünftigste. Fahr du mal vor, ich komm gleich nach. Ja, bis gleich. Dieser Babysitter, der Halstabletten liegen lassen und die hat Ida gelutscht. Wahrscheinlich waren Antibiotika drin. Jetzt müssen wir sie ins Krankenhaus bringen. Jetzt guck mich nicht so an. Du weißt, dass die Familie Vorrang hat. Das weiß ich. Na eben. Was wäre denn, wenn wir ein Kind hätten? Haben wir aber nicht. Willst du mir irgendwas sagen? Eigentlich nicht. Und uneigentlich? Klaus, ich denke, es ist nicht der richtige Moment jetzt. Du komm, nun sag schon. Ich glaube, ich bin schwanger. Wie, glaubst du oder weißt du? Ich bin schwanger. Also das war nicht ausgemacht. Ich habe mich da auf dich verlassen. Mein Gott, ich bin auch aus allen Wolken gefallen. Und jetzt willst du das Kind davon nicht etwa behalten? Was weiß ich? Also wir reden. Hallo? Ich bin das. Na, wie geht's dir? Das mit Ida war völlig falscher Alarm. Zeug, was sie geschluckt hat, war harmlos. Ich kann sie gleich wieder mit nach Hause nehmen. Mann, jetzt sag mal was. Ich hätte nicht damit anfangen sollen. Ne, das war aber richtig. Lea, lass uns so sachlich wie möglich darüber sprechen, ja? Es ist alles so abstrakt. Als ginge es nicht um mich. Wir stehen das gemeinsam durch, Lea, ja? Du wirst sehen, wenn du die Sache erstmal hinter dir hast, dann sieht die Welt auch wieder rosig aus. Die Sache. Und wenn dir das hilft, dann komme ich auch mit. Zu dem Termin. Vielleicht hast du ja schon eine Klinik oder einen Arzt. Oder du, ich muss Schluss machen. Ja, bis morgen. Na, unser Krankchen. Lea? Ja? Ich war fies gestern. Und ungerecht. Allerdings. Du weißt doch, dass ich auf dich angewiesen bin. Schön zu hören. Guten Tag, Frau Doktor erwartet mich. Ich weiß. Hallo. Bitte setzen Sie sich. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Ja. Sie haben sich also entschieden. Ein Abbruch scheint mir im Moment die einzig richtige Lösung zu sein. Ich liebe meinen Beruf. Kinder waren nie ein erklärtes Lebensziel für mich. Aber Sie haben nicht ausgeschlossen, Kinder zu haben. Natürlich nicht. Irgendwann, wenn es stimmt. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich möchte Ihnen nicht ins Gewissen reden. Aber Sie sollten sicher sein, dass Sie dieses Kind nicht wollen, damit Sie sich später keine Vorwürfe machen. Geben Sie sich die Chance, ohne fremden Einfluss, mich eingeschlossen, zu einer Entscheidung zu kommen. Fahren Sie irgendwo hin, wo Sie nicht bedrängt werden. Das ist Irland.
Mein Fluchtpunkt, wenn ich in einer Sackgasse stecke. Was soll ich nur machen? Ich weiß nicht, was richtig ist. Ich weiß es einfach nicht. Und schaust in meiner Baustelle vorbei. Aber das wolltest du doch unbedingt selber machen. Ja, ich weiß. Ich bin für ein paar Tage unterwegs. Bis mindestens übers Wochenende. Sag bitte Sven Bescheid, ja? Stell dich vor die Fischstunde. Komm, geht schnell nach dem Schiedsrichter. Hier, ich sehe sie. Nimm die Hummer noch mit. So, Leute, kommt an, 20 Kilo Krabben und 4 Jakobswürste und eine Seestunde gratis. So, James, welche ist denn die Kiste fürs Hotel? Was ist die da hier vorne? Sollen Sie mich aufpassen? Ich? Entschuldigung, für den Schaden komme ich natürlich auf. Gehen Sie lieber aus der Schusslinie. Also ich kann die auch mit nach Hause nehmen. Ist okay, Linie. Arbeitswege freihalten, Herr von Dorf. Okay, okay, okay. Steve? Jo. Den hat deine Frau bestellt. Danke. Danke. Rein? Wir sehen uns Sonntag, hm? Neil und Kevin haben zugesagt. Sie rechnen mit dir. Und ich auch. Wenn ihr spielt, brummt der Laden. Hm? So was hören die Leute hier nicht alle Tage. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Aufenthalt. Danke. Es geht schon. Kommen Sie, ich zeige Ihnen Ihr Zimmer. Auf geht's. Tschüss, Patrick. Tschüss. Hab viel Spaß. Nein, danke. Lucy? Oh, den Blick kenne ich. Du fährst doch morgen mit den Gästen zur Badebucht nach Kilmore. Kannst du Patrick mitnehmen? Ich passe gerne auf ihn auf, aber ich habe auch noch was anderes zu tun. Vielleicht sollte sie ja langsam mal ein Kindermädchen suchen. Ausnahmsweise. Ich muss morgen mit den Fischern zum Eisdepot. Bessere Preise verhandeln. Warum lasse ich mich nur immer wieder von dir breitschlagen? Weil ich unwiderstehlich bin. Lucy, ich brauche dich. Okay. Aber ich darf mir was wünschen. Meinen Lieblingssong. Aber nur, wenn du dafür sorgst, dass garantiert keiner außer dir zuhört. Versprochen. Oh Mann! Du Ruhe! Das gibt's doch nicht! Oh nein! Was machst du denn da? Komm, ich helf dir. Gib mir deine Hand. Oh. Bist du okay? Mach ihn nicht kaputt. Ja. Danke. Dich kenn ich doch. Ach ja? Vom Hafen. Was du nicht sagst. Bist du allein? Siehst du sonst noch wen? Ich heiße Patrick.
Und ich heiße Lea. Barney gewinnt jeden Wettbewerb. Schön für dich. Das ist nicht nur schön, das ist super. Wir haben schon 7 Medaillen gewonnen. Ja. Patrick, ich habe dir und deinem Drachen gerade das Leben gerettet. Hm? Dann habe ich einen Wunsch frei. Ich wünsche mir, dass du dieses Ungeheuer unter den Arm klemmst und abziehst. Oh Mann! Patrick! Ich bin ja da! Frau Wimper, Asenhofen? Ja, danke. Frau Berkeley, ich würde gerne auf dem Zimmer essen. Geht das? Selbstverständlich ist das möglich, aber ich bin sicher, Sie fühlen sich hier unten sehr wohl. Kommen Sie. Du lässt die Gäste in Ruhe, okay? Zu fassen. Frag mich mal, was ich morgen mache. Und du glaubst, es interessiert mich? Klar, ich fahre morgen mit zum Strand. Schön. William hat sich in die Klippen verirrt und ich will ihn anlocken. Hier, schau. William ist ein Delfin. Ob er das mag? Packst du das Zeug wieder weg, bitte? Mir wird gleich schlecht. Es ist mitten in der Nacht. Tut mir leid. Du, ich wollte mich für meinen Auftritt entschuldigen. Ich war völlig neben mir. War's das? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ach was, meine superschlaue Schwester weiß nicht weiter? Ich habe wirklich ein riesiges Problem. Und da fällt dir ein, dass du Familie hast? Sonst interessierst du dich doch auch einen Dreck für meine Probleme. Wie war immer dein Standardsatz? Probleme sind dazu da, dass man sie löst. Ich bin hundemüde, Lea. Gute Nacht. Sachte, junger Mann. Vielleicht langsam kommst du, es will schon längst nach Amerika. Den erwischen wir schon noch. Wir schicken die Gäste mit dem Bus zum Sightseeing und wir beide bleiben in der Badebucht und locken William an. Kommst du? Warte, ich nehme das. Frau Berkeley? Hier. Haben Sie einen Moment Zeit für mich? Von hier aus soll man wunderschöne Spaziergänge machen können. Strände, Klippen, vor allem, wenn man niemanden begegnen will. Das stimmt. Das hier sind die Punkte, wo man Touristen trifft. Wenn man die hinter sich hat, muss man sich nur noch für eine Richtung entscheiden. Weit und breit kein Mensch mehr.
Sie schon wieder? Tut mir leid. Sie sind in Irland. Linksverkehr. Ich sag ja, es tut mir leid. Das kann ganz schön ins Auge gehen. Wir beide gehen uns in Zukunft lieber aus dem Weg. An mir soll's nicht liegen. Lea, oh, Gott sei Dank, Mensch, endlich erwische ich dich mal. Wo in aller Welt steckst du denn? Wenn du wissen willst, ob das Problem aus der Welt geschafft ist, kann ich dich leider nicht beruhigen. Können wir nicht irgendwie vernünftig über die Sache reden? Du hast mir klar und deutlich gesagt, wie du dazu stehst. Herr Gott, ich war überrumpelt. Ja und? Hast du deine Meinung geändert? Nein. Also, ich meine... Herr Andrin, wo bleiben Sie denn? Ja, kleinen Moment bitte, ja, ich komme gleich. Was ist denn plötzlich los mit dir? Ich hab dir nie irgendwas vorgemacht. Du wusstest, dass ich meine Familie nie verlasse. Auch wenn du das wolltest, ginge das nicht. Dann würdest du ohne einen Pfennig dastehen. Ich weiß doch, dass du deiner Frau alles überschrieben hast. Also jetzt zynisch zu werden, bringt uns beide nicht weiter. Entschuldige. Ich hätte nicht gedacht, dass es mir so schwerfällt, eine Entscheidung zu treffen. Jetzt denk doch mal an deine Karriere. Die fängt gerade erst an. Wann hast du schon mal die Möglichkeit, ein Projekt so zu verwirklichen, wie du es auch geplant hast? Du wirst es ausschließlich mit Top-Leuten zu tun haben. Lea, ich habe Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, damit du die Bauleitung bekommst. Bist du noch dran? Lea? Du hast dich bereits entschieden. Du willst das Kind behalten, ne? Du verstehst gar nichts. Ruf mich einfach nicht mehr an. Ja? Was? Wie? Lucy, bitte alles der Reihe nach.
Was ist mit dem Kind? Ihrem Kind geht es gut. Nein, ich meine den Jungen, Patrick. Patrick ist wohl auf. Sein Vater konnte ihn gleich wieder mit nach Hause nehmen. Er hat übrigens schon mehrmals sich angerufen und sich nach Ihnen erkundigt. Ich habe ihm gesagt, dass Sie Ruhe brauchen. Das Wochenende über muss ich Sie leider hier behalten. Ich will sicher gehen, dass die Schwangerschaft in geregelten Bahnen verläuft. Sie waren immerhin ein paar Stunden lang bewusstlos. Und außerdem haben Sie eine Menge Wasser geschluckt. Kein Wunder. Meinen Rettungsschwimmer habe ich vor 20 Jahren gemacht. Herr Doktor. Patrick? Wer kocht, du oder ich? Ich, Fischstäbchen. Fisch? Warum nicht Pfannkuchen oder Rührei? Fischstäbchen. Okay. Papa? Ja? Ich schenke dir Barney. Wem? Na Lea, ist doch cool, dass sie mir nachgesprungen ist. Ein besseres Geschenk fällt mir nicht. Hey, das ist ein verdammt tolles Geschenk. Warte. Patrick, du hast Post. Von Mama? Ja. Wo ist sie denn? Immer noch in Australien. Hier spricht nochmal Brian O'Casey. Ich weiß, dass ich Sie nerve. Ich weiß auch, dass Sie mir keine Auskunft geben dürfen. Trotzdem muss ich wissen, wie es Frau Winter geht. Kann ich Sie besuchen? Schade. Danke. Sven! Oh Mensch, na endlich. Klaus Arnheim hier. Hat Lea sich gemeldet? Nein, sie ist weggefahren. Ja, dann krieg die Adresse raus. Wissen wir nicht, leider. Telefonnummer oder irgendwas. Bist du traurig? Nein, ich denke nach. Du bist doch traurig. Mach dir mal keine Sorgen. Susan, kommst du? Man soll ihr morgen früh was zum Anziehen bringen. Wenn du das übernimmst, dann kannst du dich bei ihr bedanken. Danke, Lucy. Alles drin, was sie braucht. Nochmals viel Glück für Sie und Ihr Baby. Dankeschön. Alles Gute. Für Sie. Der Herr würde Sie ins Hotel mitnehmen wollen. Soll er warten? Ja, gerne. Ich komme mit. Die Mädels hätten ihm was Wärmeres einpacken sollen. Ich wollte das Kleid.
Gestern war ein strahlender Tag. Ziehen Sie den Pulli an. Danke. Oh, der kratzt. Ich weiß. Ich heiße Brian. Lea. Die Blumen sind von Patrick. Er weiß nicht, wie er das jemals wieder gut machen soll. Es gibt nichts gut zu machen. Es war ein Reflex. Das hätte jeder getan. Das sehe ich anders. Ich stand zufällig vor der Tür, als Sie mit dem Doktor gesprochen haben. Sie haben wegen Patrick Ihr Baby gefährdet. Was für ein Baby? Warum halten wir? In diesen Sommerfähnchen holen Sie sich noch den Tod. Fisch mit 7 Buchstaben. Mit Pi fängt's an. Piranha. Kann man den essen? Eher nicht, aber er frisst alles, was ihm in den Weg kommt. Ohne Rücksicht auf Verluste. Mein Lieblingsfisch. Können Sie mir da die Schokokugeln rausholen? Schick. Keine Angst, es wird schon kein Striptease. Sie können sich da hinten sehen. Danke. Das Hemd, die Hose und dann bräuchte ich noch Gummistiefel. Die stehen hinter Ihnen. Wunderbar. Was macht das? Nein, das kommt gar nicht in Frage. Das zahle ich. Obwohl, warum auch nicht? Ich meine, für gewöhnlich schenken mir Männer Schmuck, heiße Dessous, aber so eine Drillighose hat Premiere. Sagen Sie, sind alle irischen Männer so? Stehen die auf sowas? Bringen Sie die arme Mary nicht in Verlegenheit. Was kriegen Sie? 50. Und wenn wieder mal so eine verwöhnte Großstadtlady meint, sie müsse ihren Bonbonmix durcheinander bringen, dann sagen Sie einfach alle oder keinen. Verwöhnt? Hätte ich exaltiert sagen sollen oder ungezogen? Na, Sie trauen sich was. Ist Ihnen noch kalt? Nein. Na also. Ich sag doch gar nichts. Und jetzt biete ich Ihnen etwas, das Sie so noch nicht gesehen haben. Wie soll es aussehen? Einen Regenbogen. Große Zauberei nach einem Gewitter. Habe ich was von Zauberei gesagt? Obwohl, für mich hat's was von Magie. Die Brechung von Sonnenlicht. Magie. Mit Romantik haben Sie nichts im Hut. Das sehe ich doch richtig. Augen zu. Sie werden es nicht bereuen. So ist der Effekt größer. Jetzt können Sie sie aufmachen. Sehe ich da doch sowas wie Verzauberung? Sind Sie immer so nah? Immer so genau sehen, wo sie anfangen? Die Gegend ist bekannt dafür. Und die Leute fangen nicht an zu buddeln, um zu sehen, ob ein Schatz am Ende vergraben ist? Das wäre ja noch schöner. Dann sieht es ja hier aus, als hätten Maulwürfe gewütet. Wollen Sie graben? Wer weiß, vielleicht... Nee, die Enttäuschung wäre viel zu groß, wenn ich nichts fände. Wenn wir schon mal hier sind, dann zeige ich Ihnen noch was anderes. Es gab Zeiten, da kamen nach einem Unwetter die Frauen der Fische her. Gemeinsam haben sie dann nach den Booten ihrer Männer Ausschau gehalten. Männerträume. Ja, ein wunderschönes Bild. Mir gefällt die Vorstellung. Dass die Frau sehnsüchtig drauf wartet, bis ihr Göttergatte zu ihr zurückkehrt? Sehnen Sie sich nie nach jemandem, der sich um Sie sorgt? Haben Sie denn so eine Frau zu Hause, die ihr ganzes Leben nur auf Sie ausrichtet? Nein. Leider gefallen mir die Rebellischen, die Unruhigen. So eine habe ich dann auch geheiratet. Es ging schief, und zwar gründlich. Rebecca hat schon immer in die Ferne getrieben. So jemanden kann man nicht aufhalten. Kommen Sie. Sie haben Glück. Wunderschön.
Haben Sie Pläne für Ihre Zeit hier? Ja. Allein sein und nachdenken. Das hat bisher ja noch nicht so richtig geklappt. Wie wär's, wenn Sie morgen mit zum Fischen kommen? Das würde Ihnen gut tun. Sie schulden mir nichts. Von wegen. Ich fühle mich verantwortlich, dass Ihr Aufenthalt noch ein paar Glanzlichter abkriegt. Immerhin hat Patrick Sie um einige Ihrer Urlaubstage gebracht. Sie schämen sich, weil Sie seekrank werden. Leider habe ich meine diversen Segelscheine nicht dabei. Das ist es. 4 Uhr ist zu früh für Madame. Komm, Patrick. Um 4. Mhm. Tschüss. Tschüss. Gib mal. Ja, hallo? Na, endlich, wo steckst du denn? Deine Kollegen, die rufen schon die ganze Zeit hier an. Haben die dich gefeuert? Wolltest du darüber neulich mit mir reden? Nein, beruflich geht's mir besser denn je. Ich bin schwanger. Britta? Ja? Ich weiß, was ich dir geraten habe, als Anna unterwegs war. Versau dir nicht dein Leben. Du hast mich nur ausgelacht. Woher wusstest du so genau, was du zu tun hattest? Du bist doch die Gescheitere von uns beiden. Hör einmal nicht auf deinen Verstand, Lea. Hör einfach nicht rein. Kann ich irgendwas für dich tun? Im Moment nicht. Schön, dass es dich gibt. Sie arbeiten auf dem Bau? Ja, das bringt meinen Beruf so mit sich. Ich bin Architektin. Sie können bei mir mitfahren. Ich bringe heute Nachmittag 2 Freunde nach Galway. Dabei hole ich einen Ersatzteil für den Schiffsmotor ab. Reiche Ihnen 2 Stunden zum Einkaufen? Ich nehme Sie nicht mit, weil ich mich Ihnen verpflichtet fühle. Sondern? Naja, ich will meine Landsleute vor Ihren Fahrkünsten schützen. Weil ich einmal den Linksverkehr vergessen habe? Einmal mehr. Und in Galway ist der Teufel los. Sagen Sie, was in aller Welt haben Sie alles eingekauft? Nur praktisches Zeug. Das meiste ist Papier. Glattes Zeichenpapier mit dem richtigen Wasserzeichen. Ich kann ja nicht widerstehen. Allein der Geruch ist wie eine Sucht. Und ich war überzeugt, Sie seien süchtig nach Schokokugeln. Süß, bitter, mild, alles, was Ihr Herz begehrt. Da weiß ich ja gar nicht mehr, was ich sagen soll. Das ist ja ganz was Neues. Danke, dass ich nicht selber fahren musste. Darf ich das schamlos ausnutzen? Ich würde gern diesen Friedhof hier fotografieren. Das ist ein ziemlicher Umweg. Ich beeil mich. Bei Dunkelheit wollte ich zu Hause sein. Einverstanden. Lucy, ich bin's, Brian. Es könnte ein bisschen später werden. Bring Patrick schon mal bei dir ins Bett. Ich hole ihn dann ab. Und sobald ich da bin, Hallo? Danke.
auf der Landstraße bleiben, kommen wir unten am Friedhof an. Aber auf dem Weg steigen wir genau davor aus. Glauben Sie mir. Bingo. Da fehlen ja die wichtigsten Schraubschlüssel. Hat sich irgendwer ausgeliehen. Mit diesem windigen Wagenheber brauchen wir gar nicht erst anzufangen. Wir könnten ihn aushebeln. Wenn wir die Vorderräder anheben, könnten wir ihn wieder flott kriegen. Wir bräuchten einen langen und einen kürzeren Ast. So könnte es gehen. Ja, das könnte gehen. Aber das kann dauern. Was wird denn das? Ein Leuchtfeuer. Die Rettung des Seemanns in höchster Not. Wenn Sie nur lästern können. Dabei wäre ein Feuer keine schlechte Idee. Wer weiß, wie lange wir hier festsitzen. Es könnte kalt werden. Wenn ich mich recht erinnere, sind Sie ziemlich verfroren. Sind Sie immer gleich beleidigt? Nur wenn es jemand drauf anlegt, dass ich's bin. Haben Sie auf der Herfahrt irgendwelche Häuser gesehen? Nein. Gut, dann laufen wir eben die andere Richtung weiter. Könnten 30 Kilometer sein bis zur nächsten Ortschaft. Wenn Sie sich das zumuten. Aber was rede ich da? Wahrscheinlich nehmen Sie regelmäßig am Triathlon teil. Auf langen Strecken bin ich eine Null, aber... Dachte ich doch, dass noch was kommt. Im Sprint bin ich ein Ass. Ergreifen die Männer nicht die Flucht, wenn sie spitz kriegen, was sie so alles drauf haben? Ich würde einen Teufel tun, das irgendwem auf die Nase zu binden. Dann wird mir kein Mann mehr die Tür aufhalten. Vielleicht haben Sie da recht. Die Taschentücher bitte. Hoffentlich klaut mir keiner mein Papier. Nur praktisches Zeug. Ein bisschen Luxus muss schon sein. Auf der Schaufensterpuppe sah es unwiderstehlich aus. Was Sie nicht sagen. Rosebud Lodge Rezeption, was kann ich für Sie tun? Klaus Arnheim hier. Kann ich Frau Winter sprechen? Frau Winter ist leider zurzeit nicht im Hause. Möchten Sie eine Nachricht hinterlassen? Nein, eigentlich nicht. Oder warten Sie mal. Können Sie Rosen besorgen? Rote? Heute noch. Warum wird man Architektin? Warum? Keine Ahnung. Ich habe mir nie einen anderen Beruf für mich vorgestellt. Meine Schwester hat immer mit Puppen gespielt und ich mit Bausteinen. Und Sie? Sind Sie Fischer oder Musiker? Fischerei ist mein Broterwerb. Die Musik meine Leidenschaft. Ich bin froh, dass ich nicht davon leben muss. Da! Sie wären gerannt. Als trainierte Sprinterin? Klar. Querfeldein über den Hügel, dann hätte ich ihn erwischt.
Quatsch. Neue Schuhe und ein Gewaltmarsch. Ich wollte was sagen, aber... Ich hätte sie trotzdem angezogen. Geht's noch? Natürlich. Soll ich die Huckepack nehmen? Sonst noch was? In der Dunkelheit sieht's doch keiner. Wenn's schlimm wird, laufe ich barfuß weiter. Sehen Sie, was ich sehe? Ja. Guten Abend. Tut uns leid für die späte Störung. Aber wir hatten eine Panne, etwa 20 Kilometer von hier. Kann ich bei Ihnen kurz telefonieren? Bitte. Bis gleich. Ja. Darf ich? Ja. Entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie so anstarre. Sie sind doch Brian O'Casey. Ach, ja. Ich bin früher jedes Mal nach Longford getrennt, wenn Ihre Band da gespielt hat. Danke fürs Angebot. Gern. Lea! Hallo, nehmen Sie doch Platz. Danke. Danke, Kathy. Kathy. In jedem Hafen eine Braut. Woher kennen Sie sich denn? Ich kannte sie nicht. Sie wusste, wer ich bin. Aus der Zeit, als ich mit Kevin und Neil durchs ganze Land gezogen bin. In den Dörfern waren wir Superstars. Groupies inklusiv. Klar. Übrigens, Kathy hat gesagt, wir sollen uns hier wie zu Hause fühlen. Und sobald es hell wird, schleppt ihr Mann unser Auto ab. Aber... Wenn Sie wollen, ich kann jemanden anrufen, der Sie in 1 bis 2 Stunden abholt. Wenn es nicht unbedingt sein muss, rühre ich mich nicht mehr von der Stelle. Ich nehme die Couch. Ich hätte vorgeschlagen, wir knobeln das aus. Haben Sie Hunger? Ja. Clara Schnaps, wickeln Sie sich das um die Ferse. Danke. Es brennt nur am Anfang. Eier? Hm? Sagen Sie, fehlt Ihnen der Trubel nicht? Ich meine, Sie waren doch ein erfolgreicher Musiker. Hatten Sie nicht den Ehrgeiz, dran zu bleiben? Speck? Hm? Ehrgeiz war nie mein Ding. Was ist denn daran so schlimm, wenn man versucht, einen Traum zu verwirklichen? Nichts. Nur jeder, wie er will. Ich habe meine Musik ja nicht aufgegeben. Ich habe sie nur zu meiner ganz privaten Insel gemacht. Mich interessiert nicht mehr, was Leute davon halten. Also mir würde es nicht reichen, Häuser nur zu entwerfen. Ich möchte schon gerne, dass sie auch gebaut werden. Sind Piranhas wirklich Ihre Lieblingsfische? Wenn ja. Kommen Sie zurecht? Brauchen Sie noch irgendetwas? Wollen Sie mit uns essen? Nein, danke. Ich, lassen Sie sich von mir nicht stören. Gute Nacht. Gute Nacht. Sie haben nur schlecht geträumt.
Danke. Habe ich im Schlaf gesprochen? So gut wie nicht. Aber Sie haben um sich geschlagen. Ich weiß, es geht mich nichts an. Trotzdem geht's um Ihr Baby. Also habe ich doch was gesagt? Nein. Aber ich sehe doch, dass Sie was quält. Sie haben ja recht. Egal, wie ich es drehe und wende, ich komme zu keinem Ergebnis. Ich hatte gehofft, irgendwas könnte mir helfen, diese berühmten Muttergefühle. Aber ich fühle nichts. Gar nichts. Wie kann ich mich auf ein Kind einlassen, wenn ich mich nicht drauf freuen kann? Der Vater redet nicht mit? Doch, aber er sagt das Falsche. Als ging es ausschließlich um meine Karriere. Ich glaube, ich mache einen großen Fehler, wenn ich auf das Kind verzichte. Warum kann ich mit ihm nicht drüber sprechen? Warum erzähle ich das alles einem wildfremden Mann und nicht ihm? Gerade weil ich fremd bin. Das ist normal. Ich wünschte, ich könnte die Dinge so einfach sehen wie Sie. Spotten Sie nur. Ich spotte nicht. Ich beneide Sie wirklich. Der Traktor. Wenigstens ein vernünftiges Fahrzeug. Gestern hätten es noch zwei Äste getan. Das war ja eine Ausnahmesituation. Lass die nur machen. Danke. Ciao. Das Papier ist noch da. Und die Kiste mit dem Ersatzmotor? Auch. Sehr gut. Die Schokoladendiebe waren auch nicht unterwegs. Das ist für dich. Halt jetzt keine Volksreden von wegen, muss nicht sein. Du hast Patrick das Leben gerettet. Dafür gibt's keinen Gegenwert. Aber ich will, dass dich etwas daran erinnert, wie dankbar ich dir bin. Frau Berkeley? Moment! Patrick bringt einer kleinen Japanerin Crockett bei. Der ist total vernarrt in das kleine Mädchen. Das liegt wohl in der Luft. Nichts? Nichts. Lucy, Schatz, ohne dich wäre ich aufgeschmissen. Wie kann ich mich nur revanchieren? Beim letzten Mal wollte ich dich ja nicht daran erinnern. Dein Lied. Sind alle Gäste ausgeflogen? Mhm. Ja, für Sie. Die wurden extra aus Dublin eingeflogen. Danke. Ohne Publikum war ausgemacht. Der Herr hat sich ja mächtig ins Zeug gelegt. Dann ist ja alles in bester Ordnung. Ich muss los. James und Tom warten auf das Ersatzteil. Tschüss allerseits. Lucy, wollen Sie die für die Tischdeko verwenden?
Sind Sie sicher? Ja. Hey, Brian! Mach wohl rein von deiner Spritze nach, Corey. Ja, was soll das? Eine Nacht mit deiner Flamme und du ziehst so ein Gesicht. Ey, da muss doch schief gelaufen sein. Allerdings, wir hatten eine Panne. Eine Panne. Jetzt mach dir doch nichts vor, Alter. Ausgerechnet du schleppst eine Frau mit an Bord? Nicht mal Rebecca durfte mit zum Fischen. Und spätestens da war klar, dass du auf Lea stehst. Ist der Motor okay? Abwarten. Brian, die Frau ist eine Nummer zu groß für dich. Das ergibt sich aus den Proportionen. Schau mal. Verlängere diese beiden Mauerkanten zu einem Giebel. Mhm. Jetzt zieh einen Strich zum anderen Giebel. Und schon haben wir ein Dach. Herein. Klaus. Ich musste dich einfach sehen. Immer diese abgewürgten Telefonate. Was soll dieser Überfall? Überfall? Also ich dachte jetzt, du freust dich. Ich hab dir genau gesagt, warum ich allein sein wollte. Ja, ich weiß. Aber ich hab dich vermisst. Wo sind denn eigentlich die Blumen, die ich dir geschickt hab? Unten. Danke. Ach so. Entschuldige, aber... Klaus, darf ich dich um einen Gefallen bitten? Gehst du schon mal runter? Ich komme gleich nach. Hallo. Hast du unser Abenteuer gut überstanden? Hi. Ja. Klaus, das ist Brian O'Casey. Er spielt hier Klavier. Klaus Arnheim. Hallo. Also dann. Schönen Abend. Ist das der Rosenkavalier? Sieht danach aus. Ich fahre wieder nach Hause. Kannst du bitte Patrick holen? Ich will den beiden Turteltauben nicht nochmal begegnen. Du magst sie. Dabei hatte ich gedacht, wir beide werden mal ein Paar. Dann würde ich ja meine beste Freundin verlieren. Was kannst du denn empfehlen? Nichts. Wie, ist die Küche hier so grauenvoll? Sicher nicht, ich weiß es nicht. Ich habe nur einmal hier gegessen. Jetzt mach's mir doch nicht so schwer. Ich habe mir tausendmal überlegt, was ich dir sagen würde, wenn ich wieder nach Hause komme. Ich habe auch nachgedacht über uns. Wenn du das Kind bekommen willst, dann stehe ich natürlich dazu. Du stehst dazu. Das heißt, ich kann dich im Geburtenregister als Vater eintragen lassen. Was erwartest du denn von mir, Lea? Ich kann meine Familie nicht im Stich lassen. Das wäre nicht fair. Dich will ich auch nicht verlieren. Wir werden irgendwie eine Lösung finden. Wie soll die aussehen? Wenn ich das wüsste. Na, sag du es mir.
mir nicht einfach gemacht, Klaus. Aber es ist vorbei. Was ist denn jetzt plötzlich anders? Wir kennen uns jetzt seit über 5 Jahren und ich verstehe dich nicht. Du warst doch einverstanden mit unserem Arrangement. Sag es ruhig. Sex, wann immer du, wir Zeit dafür hatten. Wir ergänzen uns in der Arbeit und wir haben eine Menge Spaß zusammen. Das ist für mich ein bisschen mehr als ein Arrangement. Du warst doch einverstanden damit, dass du alle Zeit dieser Welt für deinen Beruf hattest. Bisher hat das auch alles gestimmt für mich. Nur jetzt habe ich verstanden, dass ich mir in die Tasche gelogen habe. Dass mir was Wesentliches fehlt. Was fehlt dir denn? Der Alltag mit dem Mann, den ich liebe. Unser gemeinsames Leben bestand aus Höhepunkten. Aber was wissen wir schon voneinander? Gut, dann lass uns überlegen, was wir in Zukunft ändern können, damit du dich wohler fühlst. Komm, pack deine Sachen und komm zurück nach Berlin. Diese Umgebung hier hatte ja schon total die Perspektive verzerrt. Genau das Gegenteil ist der Fall. Nenn es spießig. Aber plötzlich wünsche ich mir eine ganz normale Familie. Einen Mann, der nur zu mir gehört. Wenigstens möchte ich mir die Chance dafür geben. Keine Heimlichtuereien. Keine Lügereien. Kein schlechtes Gewissen, dass ich eine Ehe zerstöre. Du hast dich verliebt. Ach. Ja, komm, hast du oder hast du nicht? Ich wünschte, es wäre so einfach. Dann würde mir dieses Gespräch nicht so schwer fallen. Das ist der Mann von eben. Bitte, Klaus. Du machst einen großen Fehler, Lea. Den mache ich, wenn ich jetzt nachgebe und mit dir zurückfahre. Glaub mir, das wäre viel einfacher für mich. Warum willst du gerade heute nicht Klavier spielen? Tut mir leid, Patrick. Ich habe dir dein Date versaut, oder? Aber die Japaner sind doch erst angekommen. Ist sie hübsch? Oh Mann! Diese Tratschtante! Lucy kann auch wirklich nichts für sich behalten. Sayonara! Was? Sayonara heißt Tschüss auf Japanisch. Du willst doch Eindruck schinden bei deiner Lady. Was kannst du denn noch? Kiraina. Hübsch. Oder Sandovici. Sandwich. Echt? Hast du Hunger? Ja. Also wenn Sie sich schon besorgen müssen, dann sagen Sie wenigstens, wo wir Sie abliefern sollen. Hotel nebenan. Das finde ich auch schon noch alleine. Hi Steve. Ich glaube, ich gehe gleich wieder. Ach, da ist ja unser Fischkopf. Lass mal deine dreckigen Pfoten von Lea. Das ist komisch, dass sie jetzt auf Fischgestank steht. Lass mich nicht ein, ja? Macht sich das an, dass sie schwanger ist? Oder hat sie dir das gar nicht gesagt? Sie sind betrunken. Also nicht betrunken genug, um mich von dir verarschen zu lassen, weißt du? Tragt eure Großstadtneurosen untereinander aus. Oh, eure Fischkopf mit gehobenem Wortschatz. Ach, die hätte ich auch sitzen lassen, was? Na, so vernünftig ist sie zumindest noch. Ja.
los. Ach. Wir haben Dr. Kelligan informiert. Er wird gleich hier sein. Starke Aufregung können solche Krämpfe auftreten. Das muss nicht bedeuten, dass Sie Ihr Baby verlieren. Der Ultraschall sah gut aus, Frau Winter. Warten wir doch die Laborwerte ab. Hm? Kopf hoch. Aber heute nicht. Was machst du denn da? James! Lass uns umkehren. Ich muss mit Lea reden. Vergiss es, wir kehren nicht um. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Die Herzaktion Ihres Babys ist stabil. Die Schwangerschaft verläuft so, wie es der Zeit entsprechend sein soll. Wir behalten Sie aber noch ein paar Tage lang hier, solange bis wir sicher sind, dass keine Krämpfe und Blutungen mehr auftreten. Wenn Ihr Jeep vor der Tür steht, dann kann sie ja nicht weit sein. Jetzt macht ihr nicht verrückt, Brian. Wenn sie mit ihrem Typen unterwegs ist, kannst du auch nichts dran ändern. Es wird Zeit, dass wir beide uns anfreunden. Du hältst dich fest da drin und ich gebe mir Mühe, es dir nicht so schwer zu machen. Kommst du? Nein, nein. Patrick! Hey, Lea! Wie geht's euch? Schwer sein, die Orte. Wo warst du denn? Hast du uns vermisst? Klar. Ich dich auch. Drei Kisten Muscheln. Papa, komm jetzt endlich. Du, ich komm nachher wieder, ja? Ja. Ist der weg? Weg von hier und raus aus meinem Leben. Ich hoffe nur, dass ich standhaft bleibe. Also, wenn ich dir dabei irgendwie helfen kann. Du strahlst ja richtig. Ich fühle mich auch wunderbar. Ich freue mich auf mein Baby. Sehr sogar. Endlich. Da steht dir. Komm! Aber wenn er mal gewinnt, seid ihr ständig. Ja, wenn. Auf wen hättest du denn gesetzt? Auf Bijou natürlich. Gut. Der Tipp ist von dir und der Einsatz von mir. Wenn wir gewinnen, machen wir halbe-halbe, ja? Abgemacht. Abgemacht. Ja, immer noch dicht zusammen. Immer noch 20 auf Bijou. Hast du den 20er? Von Aladdin und Springfieber. Und wir fahren natürlich ja ein riesen Tempo, liebe Zuschauer. Wie lange bleibst du? Ein paar Tage. Die Situation ist unverändert. Jetzt. Ich werde sie unvergesslich für dich machen. Und du meinst, das schaffst du? Wer hätte da gezweifelt? Lass mich nur machen. So. Ist er in der Waage? Sieht gut aus. Mhm. Hoffentlich fliegt er auch. Dann probieren wir es aus. Musst du sein. Warum? Einverstanden.
Also wenn ihr beiden nicht endlich kommt, dann esse ich ohne euch. Voilà, der Fisch. Es ist schön, dich um mich zu haben. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit füreinander. Nicht nur ein paar Tage. Dann lass uns doch so tun, als ob wir sie hätten. Freitag habe ich ihn schon verplant. Da kommst du mit auf die Hochzeit. Ach ja? Tue ich das? Mein Vetter Blake heiratet. Ich bin Trauzeuge. Wir haben das ganze Wochenende für uns allein. Patrick ist bei seinen Cousinen. Ich leih uns ein Boot. Wir fahren an der Küste entlang. Du, es gibt wunderschöne Strände, die man nur übers Meer erreichen kann. Und... Hallihallo! Rebecca! Hallo! Mensch, was hast du denn gespielt? Ist das schön, dich zu sehen? Rebecca, das ist Lea. Hallo. Guten Abend. Dann gehe ich wohl lieber. Na, dann schick mal los. Aber schöne Reihe, ne? James, hat mich schon gestartet. Ganz allein? Willst du wirklich gehen? Ja. Gratuliere. Gute Nacht. Bis morgen. Gute Nacht. Ich wollte mich unbedingt noch bei Ihnen bedanken. Was für ein Glück, dass Sie zur Stelle waren, als Patrick den Delfin gesucht hat. Wenn er sich mal was in den Kopf gesetzt hat, ist er nicht mehr zu bremsen. Brian meint, das hat er von mir. Sie müssen unbedingt zu uns zum Essen kommen. Ich meine, ich selbst bin eine lausige Köchin, aber Brian ist einsame Spitze. Das sind nur Fingerübungen. Trotzdem. Das ist ja unsere Lieblingsstelle zwischen den Klippen. Hier wollten wir immer unser Haus bauen. Schlafzimmer mit Blick aufs Meer. Wenn man dann im Bett liegt, hätte man das Gefühl, auf einem Schiff zu sein. Und manchmal springen unzählige Regenbogen aus der Brandung. Wir müssen los. Patrick will mich noch seiner kleinen japanischen Freundin vorstellen. Tschüss. Patrick, komm los. Nur Krabben, okay? Ja. Ciao. Hallo. Hallo. Wegen morgen. Zieh dir ruhig etwas Verrücktes an. Ich will, wenn ich darf, ein bisschen mit dir angeben. Meiner Verwandtschaft sollen die Augen rausfallen. Kommt Rebecca auch mit? Nein, sie muss nach Dublin. Hey, ich wusste wirklich nicht, dass sie aufkreuzt. Sie meldet sich nie an. Schläft sie immer bei euch? Naja, so hat Patrick mehr von ihr. Patrick, beeil dich, wir müssen auf den Markt. Wir fahren zur Ponyparade nach Connemara. Das hab ich ganz vergessen. Am Sonntag ist die jährliche Ponyshow. Ich bin mit Patrick und... Rebecca fast jedes Jahr dort. Tradition verpflichtet. Freue mich schon. Ja. Und wann kriege ich mein eigenes Pony? Das kaufst du dir selbst, wenn du ein berühmter Meeresforscher geworden bist. Hm? Ich werde doch Architekt. Lea hat mir gezeigt, wie es geht. Es ist ganz einfach. Ach so. Wir verschieben unsere Bootsfahrt auf den Wochenanfang, ja? Ihre Pläne zu ändern.
auf ein Foto mit euch beiden muss einfach sein. Ich bin hier. Wasser? Gerne. Hier gut so? Ja, sehr gut. Ein bisschen näher zu mir ran. Lachen. Ja, schön. Danke. Super. Und eins mit Brian. Brian! Ja. Brian, kommst Brian, komm! Jetzt komm schon! Komm her! Und ich mir lächeln. Danke. Danke. Und jetzt noch eins mit Patrick. Nur Brian und ich. Für unsere Freunde. Okay? Ja. Und lächeln. Danke. Danke. Brian! Darf ich bitten? Nun zieh dich hier. Bis gleich, Lea. Soll ich dir ein Geheimnis verraten? Willst du es mir denn verraten? Ist William wieder aufgetaucht? Nein, aber Ma bleibt jetzt für immer bei uns. Das hat sie mir hoch und heilig versprochen. Das finde ich aber schön. Ma fährt nicht mehr nach Afrika und auch nicht mehr nach Australien. Du musst noch seine Rede halten. Da kommst du nicht so rum, Brian. Mann! Stopp, stopp, ihr habt einen Moment Pause. Hey, jetzt geht's dir an den Kran. Liebe Verwandtschaft, liebe Freunde, liebe Gäste. Okay, okay, ich fasse mich kurz. Brian ist ein denkbar schlechter Redner. Sobald andere Leute aus seine Kumpels anwesend sind, kriegt er Hemmungen. Alle, die am längsten den Fallenstellern widerstanden, die ihn in den Ehestand locken. Dabei kann er wunderbar Märchen erzählen, wenn wir alleine sind. Patrick freut sich sehr, dass sie bald wieder zusammenziehen. Ich auch. Ich hab das Herumzigeunern so satt. Keine Blick. Wirst du dein neues Leben nach allen Regeln der Kunst genießen? Das ist ein schönes Gefühl, zu Hause zu sein. Deine wunderschöne Braut, Susan, mache ich mir große Sorgen, denn sie wird bald bitter bereuen, dass sie sich ausgerechnet diesen Weiberheld und Nichtsnutz geangelt hat. Manche lassen sich nicht vermeiden. Lisa ließe sich vermeiden. Nein, Brian. Lea. Ich möchte allein sein. Wirklich. Du hast selber gesagt, Menschen, die weg wollen, kann man nicht aufhalten. Rebecca, ich muss mit dir sprechen. Ja. Was hast du zu Lea gesagt? Nichts. Irgendetwas musst du ihr gesagt haben. Brian, was soll denn eine Frau wie sie hier bei uns? Sie hat eine Familie erlebt und gemerkt, dass sie nicht hierher passt. Sag mal, du bist doch sonst immer der Erste, der im Zweifelsfall der Vernunft den Vorrang gibt und auf dem Teppich bleibt. Im Zweifelsfall? Du liebst sie? Nein, das ist nicht wahr, Brian. Doch, es ist wahr. Weiß Papa es schon? Was, mein Schatz? Na, dass du bei uns bleibst. Aber Patrick, das war doch nur so eine Träumerei. Du weißt, ich wünsche mir das auch ganz doll, aber ich habe meinen Beruf. Du hast gesagt, dass du die Reiserei satt hast. Patrick, sag den Musikern, welches Stück sie für dich und deine Mama spielen soll. Und danach ab in die Koje, ja? Und was ist dran an der Geschichte? Gar nichts. Nächste Woche bin ich in Ägypten, das weißt du doch. Wir haben eine Abmachung, Rebecca. Du versprichst dem Kind nichts, was du nicht halten kannst. Das war doch nur so dahingesagt. Morgen hat es vergessen. Eben nicht! Es tut mir leid. Er hat die ganze Zeit nur von dieser Lea gesprochen. Und dann habe ich mir eben mit ihm zusammen ausgemalt, wie es wäre, wenn wir drei wieder zusammen wären. Einen Moment lang habe ich sogar selber geglaubt. Die Chance haben wir verspielt. Ich weiß.
Ich habe einen Fehler gemacht. Ich rede mit Patrick. Das überlass lieber mir. Gut. Dann sag ihm aber auch bitte gleich, dass ich morgen ganz früh wieder abreisen muss. Fällt dir jetzt so plötzlich ein, ja? Mein Gott, ich weiß es auch erst seit heute. Generalversammlung unseres Reiseunternehmens. Nicht anders. Es tut dir leid. Aber sie wollte dich nicht aufwecken. Und Lea ist auch weg. Dabei schulde ich ihr noch Geld. Bijou hat doch gewonnen. Schulden muss man begleichen. Komm. Lucy, sie ist abgereist? Vor einer halben Stunde. Ist sie zum Flugplatz gefahren oder zur Fähre? Keine Ahnung. Wirklich. Schon gut. Brian, sie wollte vorhin noch nach dem Regenbogen schauen. Was hast du jetzt vor? Jedenfalls werde ich mich nicht in die Fluten stürzen. Beruhigend. Weiter? Weiß ich noch nicht. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Die da wären? Job kündigen, Wohnung kündigen, Ausgaben runterschrauben, Kind genießen. Oder? Job behalten, Karriere verfolgen, Kinderfrau. Aber andere kommen damit auch klar. Drittens. Cottage in Irland. Familienanschluss. Aufträge in der weiten Welt. Ein Mann, der auf der Klippe wartet, bis du wieder nach Hause kommst. Eine schöne Illusion. Mach es mir bitte nicht unnötig schwer, Brian. Ich bin drauf und dran, mich wieder in einen Mann zu verlieben, der bereits eine Familie hat. Das mit Rebecca ist für mich abgeschlossen. Und was ist mit ihr? Ich liebe dich. Gib dir und mir eine Chance, das zu beweisen. Die Illusion kann wahr werden. Hey, schau auf den Horizont. Schließ deine Augen. Hatten wir das nicht schon mal? Schließ deine Augen. Schließ sie. Siehst du ihn? Den Regenbogen? Klar und deutlich.
ich die mitnehmen sollen, die ich auf dem Bau trage. Sie arbeiten auf dem Bau? Ja, das bringt meinen Beruf so mit sich. Ich bin Architektin. Sie können bei mir mitfahren. Ich bringe heute Nachmittag zwei Freunde nach Galway. Dabei hole ich ein Ersatzteil für den Schiffsmotor ab. Reichen Ihnen zwei Stunden zum Einkaufen? Ich nehme Sie nicht mit, weil ich mich Ihnen verpflichtet fühle. Sondern? Naja, ich will meine Landsleute vor Ihren Fahrkünsten schützen. Weil ich einmal den Linksverkehr vergessen habe? Einmal mehr. Und in Galway ist der Teufel los. Sagen Sie, was in aller Welt haben Sie alles eingekauft? Nur praktisches Zeug. Das meiste ist Papier. Glattes Zeichenpapier mit dem richtigen Wasserzeichen. Ich kann ja nicht widerstehen. Allein der Geruch ist wie eine Sucht. Und ich war überzeugt, Sie seien süchtig nach Schokokugeln. Süß, bitter, mild, alles, was Ihr Herz begehrt. Da weiß ich ja gar nicht mehr, was ich sagen soll. Das ist ja ganz was Neues. Danke, dass ich nicht selber fahren musste. Darf ich das schamlos ausnutzen? Ich würde gern diesen Friedhof hier fotografieren. Das ist ein ziemlicher Umweg. Ich beeil mich. Bei Dunkelheit wollte ich zu Hause sein. Einverstanden. Lucy, ich bin's, Brian. Es könnte ein bisschen später werden. Bring Patrick schon mal bei dir ins Bett. Ich hole ihn dann ab. Und sobald ich da bin, Hallo? Danke. Wenn wir auf der Landstraße bleiben, kommen wir unten am Friedhof an. Aber auf dem Weg steigen wir genau davor aus. Glauben Sie mir. Bingo. Wir ergänzen uns in der Arbeit. Und wir haben eine Menge Spaß zusammen. Das ist für mich ein bisschen mehr als ein Arrangement. Du warst doch einverstanden damit, dass du alle Zeit dieser Welt für deinen Beruf hattest. Bisher hat das auch alles gestimmt für mich. Nur jetzt habe ich verstanden, dass ich mir in die Tasche gelogen habe. Dass mir was Wesentliches fehlt. Was fehlt dir denn? Der Alltag mit dem Mann, den ich liebe. Unser gemeinsames Leben bestand aus Höhepunkten. Aber was wissen wir schon voneinander? Gut, dann lass uns überlegen, was wir in Zukunft ändern können, damit du dich wohler fühlst. Komm, pack deine Sachen und komm zurück nach Berlin. Diese Umgebung hier hatte ja schon total die Perspektive verzerrt. Genau das Gegenteil ist der Fall. Nein, es ist spießig. Aber plötzlich wünsche ich mir eine ganz normale Familie. Einen Mann, der nur zu mir gehört. Wenigstens möchte ich mir die Chance dafür geben. Keine Heimlichtuereien. Keine Lügereien. Kein schlechtes Gewissen, dass ich eine Ehe zerstöre. Du hast dich verliebt. Ach. Ja, komm, hast du oder hast du nicht? Ich wünschte, es wäre so einfach. Dann würde mir dieses Gespräch nicht so schwer fallen. Das ist der Mann von eben. Bitte, Klaus. Du machst einen großen Fehler, Lea. Den mache ich, wenn ich jetzt nachgebe und mit dir zurückfahre. Glaub mir, das wäre viel einfacher für mich. Warum willst du gerade heute nicht Klavier spielen?
Tut mir leid, Patrick. Ich hab dir dein Date versaut, oder? Aber die Japaner sind doch erst angekommen. Ist sie hübsch? Oh Mann! Diese Tratschtante! Lucy kann auch wirklich nichts für sich behalten. Sayonara! Was? Sayonara heißt Tschüss auf Japanisch. Du willst doch Eindruck schinden bei deiner Lady. Was kannst du denn noch? Kiraina. Hübsch. Oder Sandovici. Sandwich. Echt? Hast du Hunger? Ja. Sehe ich da doch sowas wie Verzauberung? Sind sie immer so nah? Kann man immer so genau sehen, wo sie anfangen? Die Gegend ist bekannt dafür. Und die Leute fangen nicht an zu buddeln, um zu sehen, ob ein Schatz am Ende vergraben ist? Das wäre ja noch schöner. Dann sieht es ja hier aus, als hätten Maulwürfe gewütet. Wollen Sie graben? Wer weiß, vielleicht... Nee, die Enttäuschung wäre viel zu groß, wenn ich nichts fände. Wenn wir schon mal hier sind, dann zeige ich Ihnen noch was anderes. Es gab Zeiten, da kamen nach einem Unwetter die Frauen der Fische her. Gemeinsam haben sie dann nach den Booten ihrer Männer Ausschau gehalten. Männerträume. Ja, ein wunderschönes Bild. Mir gefällt die Vorstellung. Dass die Frau sehnsüchtig drauf wartet, bis ihr Göttergatte zu ihr zurückkehrt? Sehnen Sie sich nie nach jemandem, der sich um Sie sorgt? Haben Sie denn so eine Frau zu Hause, die ihr ganzes Leben nur auf Sie ausrichtet? Nein. Leider gefallen mir die Rebellischen, die Unruhigen. So eine habe ich dann auch geheiratet. Es ging schief, und zwar gründlich. Rebecca hat schon immer in die Ferne getrieben. So jemanden kann man nicht aufhalten. Kommen Sie. Sie haben Glück. Wunderschön. Haben Sie Pläne für Ihre Zeit hier? Ja. Allein sein und nachdenken. Das hat bisher ja noch nicht so richtig geklappt. Wie wär's, wenn Sie morgen mit zum Fischen kommen? Das würde Ihnen gut tun. Sie schulden mir nichts. Von wegen. Ich fühle mich verantwortlich, dass Ihr Aufenthalt noch ein paar Glanzlichter abkriegt. Immerhin hat Patrick Sie um einige Ihrer Urlaubstage gebracht. Sie schämen sich, weil Sie seekrank werden. Leider habe ich meine diversen Segelscheine nicht dabei. Das ist es. 4 Uhr ist zu früh für Madame. Für dich. Für mich? Mhm. Danke. Komm, Patrick. Um 4. Mhm. Tschüss. Nein, das haben Sie doch gesagt. Blake war unser Trauzeuge. Naja, vielleicht hat er Sie bequatscht, Ihre Pläne zu ändern. Ein Foto mit euch beiden muss einfach sein. Ich bin hier. Wasser? Gerne. Hier gut so? Ja, sehr gut. Ein bisschen näher zu mir ran. Lachen. Ja, schön. Danke. Super. Und eins mit Brian. Brian! Ja. Brian, kommst Brian, du? Komm. Jetzt komm schon. Komm her.
Kartoffelsuppe. Und ich mir lecker. Danke. Danke. Und jetzt noch eins mit Patrick. Nur Brian und ich. Für unsere Freunde. Okay? Ja. Und lecker. Danke. Danke. Brian! Darf ich bitten? Nun zieh dich hier. Bis gleich, Lea. Soll ich dir ein Geheimnis verraten? Willst du es mir denn verraten? Ist William wieder aufgetaucht? Nein, aber Ma bleibt jetzt für immer bei uns. Das hat sie mir hoch und heilig versprochen. Das finde ich aber schön. Ma fährt nicht mehr nach Afrika und auch nicht mehr nach Australien. Du musst noch seine Rede halten. Da kommst du nicht noch rum, Brian. Komm. Stopp, stopp, ihr habt einen Moment Pause. Hey, jetzt geht's dir an den Kragen. Liebe Verwandtschaft, liebe Freunde, liebe Gäste. Okay, okay, okay. Brian ist ein denkbar schlechter Redner. Sobald andere Leute aus seinen Kumpels anwesend sind, kriegt er Hemmungen. Am längsten den Fallenstellern widerstanden, die ihn in den Ehestand locken. Dabei kann er wunderbar Märchen erzählen, wenn wir alleine sind. Ihr freut sich sehr, dass sie bald wieder zusammen sind. Ich auch. Ich hab das Herumzigeunern so satt. Keine Blick. Wirst du dein neues Leben nach allen Regeln der Kunst genießen. Es ist ein schönes Gefühl, zu Hause zu sein. Deine wunderschöne Braut, Susan, mache ich mir große Sorgen, denn sie wird bald bitter bereuen, dass sie sich ausgerechnet diesen Weiberheld und Nichtsnutz geangelt hat. Musik! Danke, dass ich nicht selber fahren musste. Darf ich das schamlos ausnutzen? Ich würde gern diesen Friedhof hier fotografieren. Das ist ein ziemlicher Umweg. Ich beeil mich. Bei Dunkelheit wollte ich zu Hause sein. Einverstanden. Lucy, ich bin's, Brian. Es könnte ein bisschen später werden. Bring Patrick schon mal bei dir ins Bett. Ich hole ihn dann ab. Und sobald ich da bin, Hallo? Danke. Wenn wir auf der Landstraße bleiben, kommen wir unten am Friedhof an. Aber auf dem Weg steigen wir genau davor aus. Glauben Sie mir. Bingo. Da fehlen ja die wichtigsten Schraubschlüssel. Hat sich irgendwer ausgeliehen. Mit diesem windigen Wagenheber brauchen wir gar nicht erst anzufangen. Wir könnten ihn aushebeln. Wenn wir die Vorderräder anheben, könnten wir ihn wieder flott kriegen. Wir bräuchten einen langen und einen kürzeren Ast. So könnte es gehen. Wie lange bleibst du noch?
Ein paar Tage. Die Situation ist unverändert. Ich werde sie unvergesslich für dich machen. Und du meinst, das schaffst du? Wer hätte da getroffen? Lass mich nicht machen. So. Ist er in der Waage? Sieht gut aus. Hoffentlich fliegt er auch. Dann probieren wir es aus. Musst du sein. Morgen? Einverstanden. Also, wenn ihr beiden nicht endlich kommt, dann esse ich ohne euch. Voilà, der Fisch. Es ist schön, dich um mich zu haben. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit füreinander. Nicht nur ein paar Tage. Dann lass uns doch so tun, als ob wir sie hätten. Freitag habe ich ihn schon verplant. Da kommst du mit auf die Hochzeit. Ach ja? Tue ich das? Mein Vetter Blake heiratet. Ich bin Trauzeuge. Wir haben das ganze Wochenende für uns allein. Patrick ist bei seinen Cousinen. Ich leih uns ein Boot. Wir fahren an der Küste entlang. Du, es gibt wunderschöne Strände, die man nur übers Meer erreichen kann. Und... Hallihallo! Rebecca! Hallo! Mensch, was hast du mir geschrieben? Ist das schön, dich zu sehen? Rebecca, das ist Lea. Hallo. Guten Abend. Dann gehe ich wohl lieber. Na, dann schieß mal los. Aber schöne Reihe, ne? James, hat mich schon gestartet. Ganz allein? Willst du wirklich gehen? Ja. Gratuliere. Gute Nacht. Bis morgen. Gute Nacht. Hallo, hier. Hallo. Ich wollte mich unbedingt noch bei Ihnen bedanken. Was für ein Glück, dass... Also, Sie werden gerannt. Als trainierte Sprinterin? Klar. Querfeld an über den Hügel, dann hätte ich ihn erwischt. Quatsch. Neue Schuhe und ein Gewaltmarsch. Ich wollte was sagen, aber... Ich hätte sie trotzdem angezogen. Geht's noch? Natürlich. Soll ich die Huckepack nehmen? Sonst noch was? In der Dunkelheit sieht's doch keiner. Wenn's schlimm wird, laufe ich barfuß weiter. Sehen Sie, was ich sehe? Ja. Guten Abend. Tut uns leid für die späte Störung. Aber wir hatten eine Panne, etwa 20 Kilometer von hier. Kann ich bei Ihnen kurz telefonieren? Bitte. Bis gleich. Ja. Darf ich? Ja. Entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie so anstarre. Sie sind doch Brian O'Casey. Ach, ja. Ich bin früher jedes Mal nach Longford getrennt, wenn Ihre Band da gespielt hat. Danke fürs Angebot. Gern. Lea! Hallo, nehmen Sie doch Platz. Danke. Danke, Kathy. Kathy. In jedem Hafen eine Braut. Woher kennen Sie sich denn? Ich kannte sie nicht.
Sie wusste, wer ich bin. Aus der Zeit, als ich mit Kevin und Neil durchs ganze Land gezogen bin. In den Dörfern waren wir Superstars. Groupies inklusiv. Klar. Übrigens, Kathy hat gesagt, wir sollen uns hier wie zu Hause fühlen. Und sobald es hell wird, schleppt ihr Mann unser Auto ab. Aber wenn Sie wollen, ich kann jemanden anrufen, der Sie in 1 bis 2 Stunden abholt. Wenn es nicht unbedingt sein muss, rühre ich mich nicht mehr von der Stelle. Ich nehme die Couch. Ich hätte vorgeschlagen, wir knobeln das aus. Haben Sie Hunger? Ja. Clara Schnaps, wickeln Sie sich das um die Ferse. Danke. Komm mit. Steht drauf, ein Foto mit euch beiden muss einfach sein. Ich bin hier. Wasser? Gerne. Hier gut so? Ja, sehr gut. Bisschen näher zu mir ran. Lachen. Sehr schön. Danke. Super. Und eins mit Brian. Brian! Ja. Brian, kommst du? Komm, jetzt komm schon. Komm her. So. Und ich mehr lächeln. Danke. Danke. Und jetzt noch eins mit Patrick. Nur Brian und ich. Für unsere Freunde. Okay? Ja. Und lächeln. Danke. Danke. Brian, darf ich bitten? Nun zieh dich hier. Bis gleich, Lea. Soll ich dir ein Geheimnis verraten? Willst du es mir denn verraten? Ist William wieder aufgetaucht? Nein, aber Ma bleibt jetzt für immer bei uns. Das hat sie mir hoch und heilig versprochen. Das finde ich aber schön. Ma fährt nicht mehr nach Afrika und auch nicht mehr nach Australien. Stopp, stopp, ihr habt einen Moment Pause. Hey, jetzt geht's dir an den Kragen. Liebe Verwandtschaft, liebe Freunde, liebe Gäste. Okay, okay, ich fasse mich kurz. Brian ist ein denkbar schlechter Redner. Sobald andere Leute aus seine Kumpels anwesend sind, kriegt er Hemmungen. Am längsten den Fallenstellern widerstanden, die ihn in den Ehestand locken. Dabei kann er wunderbar Märchen erzählen, wenn wir alleine sind. Ich freue mich sehr, dass sie bald wieder zusammen sind. Ich auch. Ich hab das Herumzigeunern so satt. Keine Blick. Wirst du dein neues Leben nach allen Regeln der Kunst genießen. Es ist ein schönes Gefühl, zu Hause zu sein. Deine wunderschöne Braut, Susan, mache ich mir große Sorgen, denn sie wird bald bitter bereuen, dass sie sich ausgerechnet diesen Weiberheld und Nichtsnutz geangelt hat. Manche lassen sich nicht vermeiden. Lisa ließe sich vermeiden. Patrick? Wer kocht, du oder ich? Ich, Fischstäbchen. Fisch? Warum nicht Pfannkuchen oder Rührei? Fischstäbchen. Ja? Ich schenke dir Barney. Wem? Na, Lea, ist doch cool, dass sie mir nachgesprungen ist. Ein besseres Geschenk fällt mir nicht. Hey, das ist ein verdammt tolles Geschenk. Hey, na warte.
Patrick! Du hast Post. Von Mama? Ja. Wo ist sie denn? Immer noch in Australien. Hier spricht nochmal Brian O'Casey. Ich weiß, dass ich Sie nerve. Ich weiß auch, dass Sie mir keine Auskunft geben dürfen. Trotzdem muss ich wissen, wie es Frau Winter geht. Kann ich Sie besuchen? Schade. Danke. Ostendorf. Sven! Oh Mensch, na endlich. Klaus Arnheim hier. Hat Lea sich gemeldet? Nein, sie ist weggefahren. Ja, na, dann krieg die Adresse raus. Wissen wir nicht, leider. Telefonnummer irgendwas. Bist du traurig? Nein, ich denke nach. Du bist doch traurig. Mach dir mal keine Sorgen. Susan, kommst du? Hallo, hallo. Katie, in jedem Hafen eine Braut. Woher kennen Sie sich denn? Ich kannte sie nicht. Sie wusste, wer ich bin. Aus der Zeit, als ich mit Kevin und Neil durchs ganze Land gezogen bin. In den Dörfern waren wir Superstars. Groupies inklusiv. Klar. Übrigens, Kathy hat gesagt, wir sollen uns hier wie zu Hause fühlen. Und sobald es hell wird, schleppt ihr Mann unser Auto ab. Aber wenn Sie wollen, ich kann jemanden anrufen, der Sie in 1 bis 2 Stunden abholt. Wenn es nicht unbedingt sein muss, rühre ich mich nicht mehr von der Stelle. Ich nehme die Couch. Ich hätte vorgeschlagen, wir knobeln das aus. Haben Sie Hunger? Ja. Clara Schnaps, wickeln Sie sich das um die Ferse. Danke. Es brennt nur am Anfang. Eier? Hm? Sagen Sie, fehlt Ihnen der Trubel nicht? Ich meine, Sie waren doch ein erfolgreicher Musiker. Hatten Sie nicht den Ehrgeiz, dran zu bleiben? Speck? Hm? Ehrgeiz war nie mein Ding. Was ist denn daran so schlimm, wenn man versucht, einen Traum zu verwirklichen? Nichts. Nur jeder, wie er will. Ich habe meine Musik ja nicht aufgegeben. Ich habe sie nur zu meiner ganz privaten Insel gemacht. Mich interessiert nicht mehr, was Leute davon halten. Also mir würde es nicht reichen, Häuser nur zu entwerfen. Ich möchte schon gern, dass sie auch gebaut werden. Sind Piranhas wirklich Ihre Lieblingsfische? Wenn ja. Kommen Sie zurecht? Brauchen Sie noch irgendetwas? Wollen Sie mit uns essen? Oh, danke, danke. Ich, lassen Sie sich von mir nicht stören. Gute Nacht. Gute Nacht. Sie haben nur schlecht geträumt. Hallo!
wusstest, was hier kommt? Nein, das haben sie doch gesagt. Blake war unser Trauzeuge. Naja, vielleicht hat er sie bequatscht, ihre Pläne zu ändern. Ein Foto mit euch beiden muss einfach sein. Das bin ich. Wasser? Gerne. Hier gut so? Ja, sehr gut. Ein bisschen näher zu mir ran. Lachen. Sehr schön. Danke. Super. Und eins mit Brian. Brian! Brian, kommst du? Brian, komm! Jetzt komm schon. Komm her! So. Und ich mehr lächeln. Danke. Danke. Und jetzt noch eins mit Patrick. Nur Brian und ich. Für unsere Freunde. Okay? Ja. Und Lecki. Danke. Danke. Brian, darf ich bitten? Nun zieh dich hier. Bis gleich, Lea. Soll ich dir ein Geheimnis verraten? Willst du es mir denn verraten? Ist William wieder aufgetaucht? Nein, aber Ma bleibt jetzt für immer bei uns. Das hat sie mir hoch und heilig versprochen. Das finde ich aber schön. Ma fährt nicht mehr nach Afrika und auch nicht mehr nach Australien. Du musst noch seine Rede halten. Da kommst du nicht um rum, Brian. Mann! Stopp, stopp, ihr habt einen Moment Pause. Blake, jetzt geht's dir an den Kragen. Liebe Verwandtschaft, liebe Freunde, liebe Gäste. Okay, 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 ich fasse mich kurz. Brian ist ein denkbar schlechter Redner. Sobald andere Leute aus seinen Kumpels anwesend sind, kriegt er Hemmungen. Am längsten den Fallenstellern widerstanden, die ihn in den Ehestand locken. Dabei kann er wunderbar Märchen erzählen, wenn wir alleine sind. Frieda freut sich sehr, dass sie bald wieder zusammen sind. Ich auch. Ich hab das Herumzigeunern so satt. Kleine Blake, wirst du dein neues Leben nach allen Regeln der Kunst genießen. Es ist ein schönes Gefühl, zu Hause zu sein. Deine wunderschöne Braut, Susan, mache ich mir große Sorgen, denn sie wird bald bitter bereuen, dass sie sich ausgerechnet diesen Weiberheld. Was? Wie? Lucy, bitte alles der Reihe nach.
ist mit dem Kind? Ihrem Kind geht es gut. Nein, ich meine den Jungen, Patrick. Patrick ist wohl auf. Sein Vater konnte ihn gleich wieder mit nach Hause nehmen. Er hat übrigens schon mehrmals sich angerufen und sich nach Ihnen erkundigt. Ich habe ihm gesagt, dass Sie Ruhe brauchen. Das Wochenende über muss ich Sie leider hier behalten. Ich will sicher gehen, dass die Schwangerschaft in geregelten Bahnen verläuft. Sie waren immerhin ein paar Stunden lang bewusstlos. Mensch, was hast du mir geschrieben? Ist das schön, dich zu sehen. Rebecca, das ist Lea. Hallo. Guten Abend. Dann gehe ich wohl lieber. Na, dann schieß mal los. Aber schöne Reihe, ne? James, hat mich schon gestört. Ganz allein? Willst du wirklich gehen? Ja. Gratuliere. Gute Nacht. Bis morgen. Gute Nacht. Ich wollte mich unbedingt noch bei Ihnen bedanken. Was für ein Glück, dass Sie zur Stelle waren, als Patrick den Delfin gesucht hat. Wenn er sich mal was in den Kopf gesetzt hat, ist er nicht mehr zu bremsen. Brian meint, das hat er von mir. Sie müssen unbedingt zu uns zum Essen kommen. Ich meine, ich selbst bin eine lausige Köchin, aber Brian ist einsame Spitze. Das sind nur Fingerübungen. Trotzdem. Das ist ja unsere Lieblingsstelle zwischen den Klippen. Hier wollten wir immer unser Haus bauen. Schlafzimmer mit Blick aufs Meer. Wenn man dann im Bett liegt, hätte man das Gefühl, auf einem Schiff zu sein. Und manchmal springen unzählige Regenbogen aus der Brandung. Wir müssen los. Patrick will mich noch seiner kleinen japanischen Freundin vorstellen. Tschüss. Patrick, komm los. Nur krabben, okay? Ja. Hallo. Hallo. Wegen morgen. Zieh dir ruhig etwas Verrücktes an. Ich will, wenn ich darf, ein bisschen mit dir angeben. Meiner Verwandtschaft sollen die Augen rausfallen. Kommt Rebecca auch mit? Nein, sie muss nach Dublin. Hey, ich wusste wirklich nicht, dass sie aufkreuzt. Sie meldet sich nie an. Schläft sie immer bei euch? Naja, so hat Patrick mehr von ihr. Patrick, beeil dich, wir müssen auf den Markt. Wir fahren zur Volleyballhalle nach Connemara. Das hab ich ganz vergessen. Am Sonntag ist die jährliche Pony-Show. Ich bin mit Patrick und Rebecca fast jedes Jahr dort. Tradition verpflichtet. Freue mich schon. Ja. Und wann kriege ich mein eigenes Pony? Das kaufst du dir selbst, wenn du ein berühmter Meeresforscher geworden bist. Hm? Ich werde doch Architekt. Lea hat mir gezeigt, wie es geht. Es ist ganz einfach. Ach so. Wir verschieben unsere Bootsfahrt auf den Wochenanfang, ja? Mhm. Tschüss. Ja. Lea. Kai, tust du mir bitte den Gefallen und schaust in meiner Baustelle vorbei? Aber das wolltest du doch unbedingt selber machen. Ja, ich weiß. Ich bin für ein paar Tage unterwegs. Bis mindestens übers Wochenende. Sag bitte Sven Bescheid, ja? Stell dich vor die Fischstuhl. Komm, geh schön nach rechts. Okay. Bring die Kiste zum Fischstuhl. So, Leute, kommt an, 20 Kilo Krabben und 4 Jakobswürsche und eine Seestille gratis. James, welche ist denn die Kiste fürs Hotel? Yes. Können Sie mich aufpassen? Ich? Entschuldigung, für den Schaden komme ich natürlich auf. Gehen Sie lieber aus der Schusslinie. Also ich kann die auch mit nach Hause nehmen. Ist okay, Linie. Arbeitswege freihalten, Herr von Lass. Okay, okay, okay. Steve? Jo. Den hat deine Frau bestellt. Danke.
Danke. Ryan, wir sehen uns Sonntag, hm? Neil und Kevin haben zugesagt. Sie rechnen mit dir. Und ich auch. Wenn ihr spielt, brummt der Laden. Hm? So was hören die Leute hier nicht alle Tage. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Aufenthalt. Danke. Es geht schon. Kommen Sie, ich zeige Ihnen Ihr Zimmer. Auf geht's. Tschüss, Patrick. Tschüss. Hab viel Spaß. Nein, danke. Lucy? Oh, den Blick kenne ich. Du fährst doch morgen mit den Gästen zur Badebucht nach Kilmore. Kannst du Patrick mitnehmen? Ich passe gerne auf ihn auf, aber ich habe auch noch was anderes zu tun. Vielleicht sollte sie ja langsam mal ein Kindermädchen suchen. Ausnahmsweise. Ich muss morgen mit den Fischern zum Eisdepot. Bessere Preise... Doch, Britta. Klaus kommt gleich vorbei und ich muss mit ihm reden. Es ist sehr wichtig für mich. Wichtig für dich? Was bekommst du denn von Linda? Das übernehme ich natürlich. Es geht ja nicht nur um heute, Lea. Ich habe zum ersten Mal die Chance, wieder regelmäßig zu arbeiten, seit ich die Kinder habe. Vergiss es. Wenn ich dich einmal umgefallen bitte. Kommt, Kinder, eure Tante hat heute was Besseres vor. Dann bring mit zu deinem Ketakel. Ja, ich kann auch die Brötchen belegen. Ich bin mir sicher, wirklich. Ja, los. An Land gezogen. Ja, aber nur, weil du den genialen Einfall hattest. Holst du den Wein mit? Klar. Das Tollste an dem Projekt ist ja das Drumherum. Du bist bei Baubeginn in Dubai. Und ich werde dich so oft besuchen wie möglich. Für die Leute da ist das völlig normal, dass ich vor Ort bin. Also brauchen wir uns keine Ausreden auszudenken, warum wir zusammen sein wollen. Wir werden sehr viel Zeit miteinander verbringen. Sag mal, ist irgendwas? Du freust dich irgendwie gar nicht. Doch, doch. Geh doch ran. Ja. Was? Oh, nee. Ja, Marion. Ja, das ist das Vernünftigste. Fahr du mal vor, ich komm gleich nach. Ja. Bis gleich. Dieser Babysitter, der Halstabletten liegen lassen und die hat Ida gelutscht. Wahrscheinlich waren Antibiotika drin. Jetzt müssen wir sie ins Krankenhaus bringen. Jetzt guck mich nicht so an. Du weißt, dass die Familie Vorrang hat. Das weiß ich. Na eben. Was wäre denn, wenn wir ein Kind hätten? Haben wir aber nicht. Endlich. Wo steht der? Komm! Und 50 auf Kalibri. Aladino. Und Springsieger auf Kalibri.
Oh, das ist natürlich jetzt richtig. Das macht er immer und immer verliert er. Aber wenn er mal gewinnt, seid ihr ständig. Ja, wenn. Auf wen hättest du denn gesetzt? Auf Bijou natürlich. Gut, der Tipp ist von dir und der Einsatz von mir. Wenn wir gewinnen, machen wir halbe halbe, ja? Abgemacht. Abgemacht. Ja, immer noch dicht zusammen. Immer noch 20 auf Bijou. Hast du den 20er? Wir kommen von Aladdin und Springfieber. Und wir fahren natürlich ja ein riesen Tempo, liebe Zuschauer. Wie lange bleibst du noch? Ein paar Tage. Die Situation ist unverändert. Ich werde sie unvergesslich für dich machen. Und du meinst, das schaffst du? Wer hätte da gezweifelt? Lass mich nur machen. So. Ist er in der Waage? Sieht gut aus. Mhm. Hoffentlich fliegt er auch. Dann probieren wir es aus. Musst du sein. Warum? Einverstanden. Also, wenn ihr beiden nicht endlich kommt, dann esse ich ohne euch. Voilà, der Fisch. Es ist schön, dich um mich zu haben. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit füreinander. Nicht nur ein paar Tage. Dann lass uns doch so tun, als ob wir sie hätten. Freitag habe ich uns schon verplant. Da kommst du mit auf die Hochzeit. Ach ja? Tue ich das? Mein Vetter Blake heiratet. Ich bin Trauzeuge. Wir haben das ganze Wochenende für uns allein. Patrick ist bei seinen Cousinen. Ich leih uns ein Boot. Wir fahren an der Küste entlang. Du, es gibt wunderschöne Strände, die man nur übers Meer erreichen kann. Und... Hallihallo! Rebecca! Mama! Hallo! Mensch, was hast du mir geschrieben? Ist das schön, dich zu sehen? Rebecca, das ist... Wir kennen uns jetzt seit über 5 Jahren. Und ich verstehe dich nicht. Du warst doch einverstanden mit unserem... Arrangement. Sag es ruhig. Sex, wann immer du, wir Zeit dafür hatten. Wir ergänzen uns in der Arbeit. Und wir haben eine Menge Spaß zusammen. Das ist für mich ein bisschen mehr als ein Arrangement. Du warst doch einverstanden damit, dass du alle Zeit dieser Welt für deinen Beruf hattest. Bisher hat das auch alles gestimmt für mich. Nur jetzt habe ich verstanden, dass ich mir in die Tasche gelogen habe. Dass mir was Wesentliches fehlt. Was fehlt dir denn? Der Alltag mit dem Mann, den ich liebe. Unser gemeinsames Leben bestand aus Höhepunkten. Aber was wissen wir schon voneinander? Gut, dann lass uns überlegen, was wir in Zukunft ändern können, damit du dich wohler fühlst. Puh. Komm, pack deine Sachen und komm zurück nach Berlin. Diese Umgebung hier hatte ja schon total die Perspektive verzerrt. Genau das Gegenteil ist der Fall. Nenn es spießig. Aber plötzlich wünsche ich mir eine ganz normale Familie. Einen Mann, der nur zu mir gehört. Wenigstens möchte ich mir die Chance dafür geben. Keine Heimlichtuereien, keine Lügereien, kein schlechtes Gewissen, dass ich eine Ehe zerstöre. Du hast dich verliebt. Ach. Ja, komm, hast du oder hast du nicht? Ich wünschte, es wäre so einfach. Dann würde mir dieses Gespräch nicht so schwer fallen. Das ist der Mann von eben. Bitte, Klaus. Du hast einen großen Fehler, Lea. Den mache ich, wenn ich jetzt nachgebe und mit dir zurückfahre. Glaub mir, das wäre viel einfacher für mich. Warum willst du gerade heute nicht Klavier spielen? Tut mir leid, Patrick. Ich hab dir dein Date versaut, oder? Aber die Japaner sind doch erst angekommen. Ist sie hübsch?
Tante. Lucy kann auch wirklich nichts für sich behalten. Sayonara. Was? Sayonara heißt Tschüss auf Japanisch. Du willst doch Eindruck schinden bei deiner Lady. Was kannst du denn noch? Kiraina. Hübsch. Oder Sandovici. Sandwich. Echt? Hast du Hunger? Ja. Kann ich etwa behalten? Was weiß ich? Also, wir reden. Hallo? Ich bin das. Na, wie geht's dir? Das mit Ida war völlig falscher Alarm. Zeug, was sie geschluckt hat, war harmlos. Wir können sie gleich wieder mit nach Hause nehmen. Mann, jetzt sag mal was. Ich hätte nicht damit anfangen sollen. Ne, das war aber richtig. Lea, lass uns so sachlich wie möglich darüber sprechen, ja? Es ist alles so abstrakt. Als ginge es nicht um mich. Wir stehen das gemeinsam durch, Lea, ja? Du wirst sehen. Wenn du die Sache erstmal hinter dir hast, dann sieht die Welt auch wieder rosig aus. Die Sache. Und wenn dir das hilft, dann komme ich auch mit. Zu dem Termin. Vielleicht hast du ja schon eine Klinik oder einen Arzt. Oder du, ich muss Schluss machen. Ja, bis morgen. Na, unser Krankchen. Lea? Ja? Ich war fies gestern. Und ungerecht. Allerdings. Du weißt doch, dass ich auf dich angewiesen bin. Schön zu hören. Guten Tag, Frau Doktor erwartet mich. Ich weiß. Hallo. Bitte setzen Sie sich. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Ja. Sie haben sich also entschieden. Ein Abbruch scheint mir im Moment die einzig richtige Lösung zu sein. Ich liebe meinen Beruf. Kinder waren nie ein erklärtes Lebensziel für mich. Aber Sie haben nicht ausgeschlossen, Kinder zu haben. Natürlich nicht. Irgendwann, wenn es stimmt. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich möchte Ihnen nicht ins Gewissen reden. Aber Sie sollten sicher sein, dass Sie dieses Kind nicht wollen, damit Sie sich später keine Vorwürfe machen. Geben Sie sich die Chance, ohne fremden Einfluss, mich eingeschlossen, zu einer Entscheidung zu kommen. Fahren Sie irgendwo hin, wo Sie nicht bedrängt werden. Das ist Irland. Mein Fluchtpunkt, wenn ich in einer Sackgasse stecke. Das ist schön, dich zu sehen. Rebecca, das ist Lea. Hallo. Guten Abend. Dann gehe ich wohl lieber. Na, dann schieß mal los. Aber schöne Reihe, ne? James, hat mich schon gestört. Ganz allein? Willst du wirklich gehen? Ja. Gratuliere. Gute Nacht. Bis morgen. Gute Nacht. Ich wollte mich unbedingt noch bei Ihnen bedanken. Was für ein Glück, dass Sie zur Stelle waren, als Patrick den Delfin gesucht hat. Wenn er sich mal was in den Kopf gesetzt hat, ist er nicht mehr zu bremsen. Brian meint, das hat er von mir. Sie müssen unbedingt zu uns zum Essen kommen. Ich meine, ich selbst bin eine lausige Köchin, aber Brian ist einsame Spitze. Das sind nur Fingerübungen.
Trotzdem. Das ist ja unsere Lieblingsstelle zwischen den Klippen. Hier wollten wir immer unser Haus bauen. Schlafzimmer mit Blick aufs Meer. Wenn man dann im Bett liegt, hätte man das Gefühl, auf einem Schiff zu sein. Und manchmal springen unzählige Regenbogen aus der Brandung. Wir müssen los. Patrick will mich noch seiner kleinen japanischen Freundin vorstellen. Tschüss. Patrick, komm los. Nur Krabben, okay? Ja. Hallo. Hallo. Wegen morgen. Zieh dir ruhig etwas Verrücktes an. Ich will, wenn ich darf, ein bisschen mit dir angeben. Meiner Verwandtschaft sollen die Augen rausfallen. Kommt Rebecca auch mit? Nein, sie muss nach Dublin. Hey, ich wusste wirklich nicht, dass sie aufkreuzt. Sie meldet sich nie an. Schläft sie immer bei euch? Naja, so hat Patrick mehr von ihr. Patrick, beeil dich, wir müssen auf den Markt. Wir fahren zur Volleyballhalle nach Connemara. Das habe ich ganz vergessen. Am Sonntag ist die jährliche Pony-Show. Ich bin mit Patrick und Rebecca fast jedes Jahr dort. Tradition verpflichtet. Freue mich schon. Ja. Und wann kriege ich mein eigenes Pony? Das kaufst du dir selbst, wenn du ein berühmter Meeresforscher geworden bist. Hm? Ich werde doch Architekt. Lea hat mir gezeigt, wie es geht. Es ist ganz einfach. Ach so. Wir verschieben unsere Bootsfahrt.